Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Rechnen mit ganzen Zahlen. Ich möchte mit dir heute anhand dieser 5 Divisionen den Divisionsalgorithmus wiederholen. Um die Sache einfacher zu machen, dividieren wir nur durch einstellige Zahlen. Das heißt, das 1x1 und dein Wissen um das 1x1 reichen zum Dividieren hier aus. Starten wir einfach mit dem ersten Beispiel. 42 durch 7 ist eine elementare Division, insofern als wir den Bereich des 1x1 nicht verlassen. Wir wissen, 6 mal 7 ist 42, also ist das Ergebnis 6. Beispiel B, 64 durch 4. Auch da könnte man das Ergebnis relativ einfach erraten, aber wir wenden den Algorithmus an. 4 geht in 60, also dem 6er, den wir uns jetzt gesucht haben, einmal. Allerdings haben wir dann 2 Rest. Einmal 4 ist 4 und 2 ist 6. Diese 2, die in Wahrheit 20 Rest sind, vereinen wir mit dem 4er zu den 24 Rest, die wir in Wahrheit haben. Also nächste Stelle 4 herab. 4 in 24 geht 6 mal. 6 mal 4 ist eben 24. Wir haben 0 Rest und einen Quotienten von 16 als Ergebnis. Beispiel C. 108 durch 6. 6 geht natürlich in 1 nicht, also müssen wir wieder bis zu den 10ern gehen. 6 in 10 lässt sich einmal unterbringen. Einmal 6 ist 6 und 4 ist 10. Auch diese 4er sind in Wahrheit wieder 40. Gemeinsam mit 8 erhalten wir 48, also nächste Stelle 8 herab. Und 8 mal 6 ist bekanntlich 48 bei 0 Rest. Also erhalten wir als Ergebnis 18. Wenn wir 162 durch 3 dividieren, wird auch das durch 3 ohne Rest funktionieren, wenn wir uns an die Teilbarkeitsregeln erinnern. 1 plus 6 Zifferensumme plus 2 ergibt 9. 9 ist durch 3 teilbar, also auch 162. Wir überprüfen das zur Sicherheit, indem wir das Ergebnis ausrechnen. 3 ist in 16 5-mal enthalten. Bei einem Rest, nächste Stelle 2 herab. 4 mal 3 ist 12, 0 Rest. Wie schon vorausgesagt, und der Quotient, das Ergebnis, das wir suchen, ist 54. Und schließlich Emil, 420 durch 5. Mit dem Algorithmus gerechnet wissen wir, dass 8 mal 5 40 ist bei 2 Rest. Nächste Stelle 0 herab. Und 4 mal 5 ist bekanntlich 20, ebenfalls wieder 0 Rest. Das Ergebnis ist 84. Und mit diesen 5 Quotienten hoffe ich, dass du es geschafft hast, den Divisionsalgorithmus erfolgreich anzuwenden und zu wiederholen. Und gleichzeitig ist das Beispiel natürlich gelöst.